Hallo und herzlich willkommen zu einer nicht mehr ganz so schwitzigen Folge LS19 Singleplayer Projekt vom Addictive Hof aus der Holzer Map. Und mit dem Weg zurück zum Hof, ich habe mir mal den Fendt geschnappt, der stand ja oder war ja eigentlich am Grasmähen. Jetzt fahre ich zurück zum Hof, ich muss nämlich dringend bei dem Herrn Müller vorbei. Wir haben nämlich, oder ich habe jetzt Nägel mit Köppen gemacht, ich habe jetzt ein bisschen was abgegeben, ein bisschen was verkauft und ein bisschen was umgeändert, umgestellt. Und das müssen wir jetzt abholen, wobei ich jetzt gerade auch sehe mit Erschrecken, dass wir uns um den Mais kümmern müssen. Der ist, glaube ich, häckselbar. Und apropos häckseln, heute Abend, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier zu Ende ist, um 20.30 Uhr circa, da müsste eigentlich, wieso steht der da? Da müsste eigentlich, wenn alles klappt, unser Voralpen-Livestream anfangen mit großer Maisaktion, kann man so sagen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr alle dabei seid, wenn ihr alle einschaltet und Spaß mit uns habt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz... Ne, das macht gar keinen Sinn, was ich hier mache. Falsche Richtung. Ich wollte nicht zum Hof. Ich wollte zu dem Herrn Meier. Wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, mich gerade gefragt habe, wer mit dem MB-Truck unterwegs ist, dass der da einfach so am Feld steht. Ich weiß, irgendwer wollte grubbern. Aber irgendwie steht er da jetzt rum. Komisch. Egal, wir müssen auf jeden Fall das Gras machen, weil solange wir das Gras nicht gemacht haben, können wir nicht weitermachen. Denn ich will ja die beiden Wiesen wenden und will die beiden Wiesen dann nach wenden, schwaden, so rum. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Dann will ich Heu machen, genau. Heu in loser Form. Ah nein, Moment, nicht Heu in loser Form. Quatsch. Vergisst, was ich gerade gesagt habe. Gras. Ich brauche frisches Gras. Sprich, ich werde Feld 22 auf jeden Fall schwaden und aufsammeln. Das hätte ich eigentlich jetzt auch als erstes machen können, ne? Egal. Da wir ja da das Problem, oder nicht das Problem, aber die Futtermischanlage möchte gerne frisches Gras haben anstatt Heu. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall unser Gras in Form von Gras vom Acker holen. Bedeutet also, wir müssen nicht wenden, sondern wir müssen schwaden. Siehst du, jetzt hätte ich es fast falsch gemacht. So, achso, apropos übrigens, MB-Truck und andere Gruppenbelegung für die Fenster. Ich habe keine Einstellung gefunden. Ich muss mich damit nochmal befassen. Ich habe eure Kommentare dazu gelesen und habe natürlich dementsprechend auch geschaut. Habe es aber jetzt nicht gefunden. Kann auch sein, ich habe es gerade eben nur überflogen vor der Aufnahme, dass ich da vielleicht selber ein bisschen durcheinander bin. Das kann durchaus sein. Hoffen wir mal nicht, ne? Dass ich es einfach nur übersehen habe. Schauen wir mal. Werde ich auf jeden Fall mir mal in Ruhe anschauen. Ist ja jetzt eh Wochenende. So, aber ich habe ja, wie gesagt, uns wurde ja gestern kurioserweise der Drescher geklaut. Wurde natürlich nicht geklaut. Es lag natürlich daran, dass durch diese neue Version das alles sich ein bisschen verschoben hat. Dementsprechend haben wir jetzt einen neuen Class Mega Dominator 208 mit Mietersbereifung, mit einer offenen Tür, die der Meier wieder nicht zugemacht hat, und einem Schneidwerk mit dementsprechend gefärbten Rapsteller. Und wir müssen, oder ich würde jetzt gerne das Deutz Frontmähwerk, das Deutz Seitenmähwerk, und den brauche ich erstmal nicht. Das ist das, was ich gestern euch noch sagte, was ich gerne austauschen würde. Das habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Das passte geldtechnisch relativ. Der Drescher, gut, klar. Machen wir uns nichts vor. Den Drescher habe ich mir natürlich drauf geschrieben. Ist ja klar. Ich meine, der war ja vorher auch da. Das ist ja kein Geheimnis. So, das passt nicht. Oh Gott. Das sei, dass das längere Deutz-Mähwerk hinten ist. Yeah. So. Hat der zufällig? Ne, schade eigentlich. So. Hab gerade geguckt, ob die Schürze hinten animiert ist. Wie bei dem kleinen Kuhn. Immer noch eins der
wie ich finde, besten... Uppala. Ich weiß nicht. Hackt mir Werke. Weil einfach, ich finde es geil, weil dieses... Wie heißt denn das nochmal? Mähwerksschutz. Steinschlagschutz. Dass man nicht selber rankommt. Schutz. Ihr wisst, wie heißt denn das? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Die Plane. Dass die animiert ist. Das finde ich cool. Da könnte es sehr gerne mehr Mähwerke in der Richtung geben. Weil das finde ich absolut, absolut realistische Sache. Dass wenn man fährt, dass die einfach so ein bisschen schlackert. Und beim Arbeiten auch, dass sie sich vorne quasi nach hinten backt und hinten ein bisschen rausdrückt. Sag mal, da vorne stand ein Schild 70. Ich habe einen Schlepper, der läuft nicht ganz 50. Und was veranstaltest du jetzt hier? Unglaublich. Entweder sie rasen und fahren einem hinten rein. Oder sie blockieren einen. So. Unglaublich. Nee, aber das Deutz-Ding wollte ich jetzt mal testen. Ja, es ist jetzt an einem Fendt und ja, es wird danach auch an einem MB-Truck sein. Aber ich finde die Optik von diesen Deutz-Teilen gut. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt komplett auf Deutz umsteigen. Wir sind ja jetzt erst auf Mercedes umgestiegen. Und der Fendt bleibt hier auch. Also von daher ist im Moment überhaupt kein Platz für einen Deutz. Zumal ich ganz ehrlich sagen muss, ein Agro-Star, den haben wir auch lang genug gefahren. Also den Freischnauzer und den anderen, den haben wir alles... Das haben wir alles im 17er schon gefahren. Ja, MB-Truck auch, aber MB-Truck ist außen vor. MB-Truck ist MB-Truck. Tut mir leid. Das ist meine Meinung. Und der IHC, ja gut. Bei dem hat sich das ja leider erledigt. Ne? Der ist ja weg vom Fenster. Den habe ich beim Müller gleich mal verschrotten lassen. Also den nicht verschrotten lassen. Ich habe ihn an einen Bastler verkauft. Ne, da war irgendwas gebrochen, kaputt, irreparabel, keine Ahnung. Und mir war das Ersatzteil relativ teuer, viel zu teuer. Und da habe ich gesagt, er soll das lassen und habe ihn dann verkauft. Und dafür behalten wir hier den Fendt. Denke mal, das ist eine glückliche Alternative, sage ich mal. So, aber wir können doch, glaube ich, hier schon lang. Ich meine, hier fahre ich eigentlich ungern durch. Ah, 14 Uhr, sind die noch nicht wieder von der Arbeit zurück. Versuche immer, wenn es geht, die Wohngebiete zu meiden. Ja, wenn ich jetzt hier mit dem Schlepper lang fahre, schaue ich eigentlich, dass ich so mehr oder weniger auf den Straßen bleibe, wo eh Leute fahren. Und versuche die ganzen kleinen Wohngebietswege relativ zu meiden. Es ist nicht immer möglich, aber in den meisten Fällen klappt es eigentlich ganz gut. Und gerade hier bei mir um den Hof ist es eigentlich relativ leicht, dem Ganzen auszuweichen. So, die hier haben wir schon. Wem gehört eigentlich die Wiese? Die sieht so tiermäßig aus. Wem gehört die? Niemandem. Niemandem? Eine herrenlose Wiese. Sie gehört dem Gundelschof. Okay. Wenn ein Stück raufläuft, dann aktualisiert sich unser Timer dafür. Wir haben so ein Tablet, ne? Das hat so ein GPS und das kann dann zeigen, wem es gehört quasi. Okay, die Bundeschuf. Ich glaube, das war jetzt... Ne, passt. Okay. So, dann wollen wir doch mal. Das klappen wir aus. Dann wollen wir uns erstmal... Ah, komm, wir bewegen uns erstmal hier hin. So, dann wollen wir... das wollte ich nicht. Da. So. Im Optimalfall hätte ich das jetzt eigentlich lieber mit dem großen MB-Truck gemacht. Einfach, weil der von der Motorleistung wahrscheinlich jetzt eher dafür gedacht gewesen wäre, als jetzt der Fendt. Ich glaube, der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Oder auch nicht.
Das, er beweist gerade eindrucksvoll das Gegenteil. Okay. Gut, dann müssen wir doch nicht fürs Mähen immer auf den MB-Truck ausweichen. Klar werde ich den überwiegend dafür nutzen, weil der einfach die meiste Power hat und sich dementsprechend nicht so anstrengen muss, dementsprechend auch weniger Sprit verballert. Ne, das ist einfach so. Im Umkehrschluss ist er ein bisschen schwerer, hat dafür aber auch wieder breitere Reifen. Also so. Macht auf jeden Fall sehr gut seine Arbeit. Lass mal gucken. Fahren wir doch am besten so rum weg, ja. Der sollte passen. Optimal wäre jetzt gewesen, wenn ich quasi... Ja gut, mit dem Butterfly wäre es ganz optimal gewesen. Da hätte ich nämlich einfach nur noch... rauf runter fahren brauchen. Aber das Butterfly ist mir eigentlich zu groß. Ich meine, das hier ist schon eine ordentliche Arbeitsbreite. Jetzt, da der nicht mehr 3,4 Meter, sondern 4,3 Meter hat, sind wir da knapp einen Meter mehr Arbeitsfläche. Das sieht man auch gleich an einer Ablage. Aber auf der anderen Seite ist das noch eine Schlagbreite, mit der kann man gut arbeiten. Also finde ich. Ich finde es jetzt nicht zu übertrieben. Zumal unsere Wiesen auch nicht zu groß sind. Wobei, muss ganz ehrlich gestehen, ich bin am Überlegen, in nächster Zeit mit dem Gewinn, den wir jetzt erwirtschaften aus der Biogasanlage und aus dem Verkauf der Sojabohnen etc. Und vielleicht nochmal ein bisschen Silageballen, ob ich nicht investiere und uns noch ein paar Grünlandflächen hole. Weil wir haben mittlerweile so viele Rinder am Hof und so viel Milchvieh. Ich glaube, wir können das ganz gut gebrauchen. Genauso wie wir eigentlich noch ein etwas größeres Freilandsilo durchaus auch gebrauchen könnten für Silage. Da bin ich aber noch im Moment in Verhandlungen mit der Gemeinde, weil ich da noch nicht genau weiß, wo ich das Ganze hinstelle. Wo ein ordentlicher Platz dafür wäre. Das war fast der Zaun. Wobei der Zaun, den könnte ich eigentlich auch mal wegmachen, wa? Ah nee, ich wollte ja da vorne Pappeln pflanzen, genau. Da sollen ja das schöne Energieholz hin. Ich vergaß. Darf ich nicht vergessen. Erinnert mich regelmäßig daran, also Minimum einmal die Woche, dass ich ja noch Pappeln pflanzen wollte. Also wenn ich den Acker da fertig habe und nicht da am Pflügen bin, erinnert mich dran. Ganz wichtig, Leute, da unten in den Kommentaren. Ah, die Kombi hier finde ich geil. Macht, finde ich, ein bisschen mehr her als das Krone-Kuhn-Kombi. Ich finde, es ist immer schöner, wenn Front- und Seitenmähwerk vom selben Hersteller sind. Ich finde, das sieht immer schöner aus. Das mag eine Geschmackssache sein. Ne, das ist und auch eine Geldfrage in reell. Aber mir persönlich gefällt das rein optisch besser. Und ganz optimal wäre gewesen, wenn es vernünftig geskinnt natürlich, wenn es mal ein sehr gutes Glas-Grünland-Pack geben würde. Das wäre cool. Aber dann halt auch so mit dem Design, weil das Deutz-Pack hier ist ja relativ ungeskinnt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich müsste selber mal auf die Deutz-Seite gucken. Aber bei Glas sind die Nummer, sehen die alle ein bisschen unterschiedlich aus als die anderen Hersteller. Und das hebt sich schon deutlich ab. Aber das wäre so eine Sache, da würde ich sagen, feine Sache. So ein schönes Glas-Grünland-Pack, ne, gerne auch hinten mit der Schwattablage, die es bei Glas ja auch gibt. Dann mit den Schwadern am besten in zwei verschiedenen Größen. Glas hat ja den kleinen, oder drei sogar, den Einkreisel, den zwei und den vier. Das wäre eine schöne Kombi. Wände haben sie auch. Why not? Klar, also sind wir mal ehrlich, hier vielleicht nicht, aber was ich in den Voralpen dem Big M natürlich vorziehen würde, wäre ein vernünftig funktionierender und erlaubt konvertiert, umgemoddeter, auf den LS19 angepasster Glaskuga.
Also ich habe den Klaas Kuger, ich glaube, im 15er oder im 17er einmal gefahren. In-game. Und ich finde, das ist meiner Meinung nach von den Selbstfahrern her einer der geilsten mehr für den LS jetzt. In Reell habe ich keine Ahnung davon. Bin weder Big M noch Klaas Kuger in Reell gefahren. Weiß ich nicht, kann ich keine Aussage zu treffen. Aber im Game, finde ich, ist das mit einer der besten und schönsten. Deswegen finde ich es eigentlich schade, dass man den halt nicht vernünftig weiterentwickeln kann, da der Modder ja sagt, das geht nicht. Also, ihr dürft nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil der würde was hermachen. Den würden die Leute auch mögen. Klar, gar keine Frage. Standardmäßig wäre es geiler, wenn der standardmäßig drin wäre. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Gibt so viele Sachen bei Klaas, die ich standardmäßig drin hätte. Am liebsten. Genauso wie ich auch am liebsten von Klaas eine Map hätte, wo, also eine Map, die landschaftlich passt, wo man dann mit einer Klaas-Lizenz, also mit Klaas-Maschinen, wo man auch die Reisernte gehen kann. Also Reisfelder. Ja, die gehören nicht hier in unsere Gefilde. Ja, das ist ein bisschen abwegig von dem, was wir hier normalerweise anpflanzen. Das gebe ich zu. Aber die Reisernte mit den Dreschern im Reisfeld ist saugeil. Und die kleinen Drescher, das sind ja keine großen, das sind ja die kleinen Drescher von Klaas, die sind saugeil. Das würde mir gefallen. Schön mit einer kleinen Pflanzmaschine dazu, also eine passenden, hätte was. So wie der Zuckerrohr. Ich finde, das mit dem Zuckerrohr ist auch keine schlechte Idee. Ich meine, klar, sowas wie Hafer, Roggen, Dinkel wäre vielleicht mal sinnvoller gewesen, als Frucht mit dazu zu nehmen, als jetzt unbedingt Zuckerrohr. Aber im Endeffekt, geht das auch. Ich habe Zuckerrohr auch angepflanzt. Die Maschinen sind cool. Ich finde diesen Case geil. Ne, was mich halt so ein bisschen hier ein bisschen stört, ist, dass halt nur ein Baumwollernter von Case dabei ist und nicht, wenn man schon John Deere hat, sich davon die Lizenz auch gleich für den Baumwollernter geholt hat, weil die großen Rundballen finde ich persönlich viel, 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 viel schöner als die ganzen Quadergeschichte da von Case. Ich weiß nicht, die mag ich nicht so. Weil ich mag auch das mit der gelben Folie bei den Rundballen. Es sieht schöner aus. Meine Meinung. Du hast deine eigene. So. Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, das Ding ist echt saugeil und macht echt Fun und bringt auch gut Leistung. Also gut hier auf Schlacht. Das geht gut. So. Dann werde ich meine Grünlandflächen in Zukunft mal ein bisschen schneller bearbeiten können als vorher. Mal einen Meter mehr, oder nicht ganz. Es sind 0,9 Meter mehr Arbeitsbreite. Da war ich ein bisschen zu schnell. Bedeutet also unterm Strich leichter Zeitgewinn. Na, da schauen wir mal. So, aber ich würde sagen, ich werde das Ganze, glaube ich, mal so locker flockig in Ruhe fertig machen. Wie gesagt, schaut sehr gerne gleich um 20.30 Uhr rein. 20.30, 20.40 wird er anfangen. Da kommt der Livestream von uns. Und liebe Lüt, für heute soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut, und sage bis zum nächsten Mal.